Troika, die bringen sie zu Fall. Die Menschen sind ab dann so frei. Viva España und Griechenland, das Spardiktat ist jetzt vorbei. Viva España und Griechenland, die Gläser, die sind voller Wein. Viva el Mundo und Merkel, die wird eingespart. Samt Draghi und Lagarde. Olé! Danke. Test. Okay. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist wunderbar, dass ihr trotz der Wettervorhersage doch alle gekommen seid. Und es sieht gut aus, es bleibt trocken heute. Alle Kolleginnen und Gäste sind heute willkommen. Ich freue mich auch, aus meinem Betrieb, wo ich beschäftigt bin, Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Unseren Kollegen und Kolleginnen von der GdP möchte ich danken, dass sie sich für uns hier die Füße im Bauch stehen. Vielen Dank. Und die musikalischen Einlagen habt ihr ja schon den Vorgeschmack bekommen, übernimmt wieder unser Ernst Schwarz. Und dann gibt es noch für unsere Kurzweil ein paar Einlagen von der bekannten Theatergruppe der Wali. Dann erstmal den obligatorischen Hinweis. Neofaschistische, rassistische, antisemitische und nationalistische Aktivitäten und Personen werden nicht geduldet. Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Begrüßen möchte ich auch die politischen Vertreter der Stadt Wetzlar, den Bürgermeister Herrn Wagner, Herrn Kurt Lücke und Frau Öztürk. Auf unserem Banner steht: Die Zukunft der Arbeit gestalten wir. Damit machen wir hier weiter. Letztes Jahr haben wir auf unserer Maikundgebung die Forderung von 8,50 Euro Mindestlohn ausgesprochen. Eine Forderung, die der DGB schon seit gut 10 Jahren gefordert hat. Und in Berlin wurde ja mit Hilfe der SPD endlich durchgesetzt dieses Jahres. Jetzt machen wir weiter und fordern die Arbeitgeber und deren Handlanger auf, mit dem unsäglichen Geschwätz um die Dokumentation der Arbeitszeit aufzuhören. Zum Bezahlen der Löhne, der Einhaltung der Pausenzeiten und für den Arbeitsschutz werden die Zeiten ja eh erfasst. Also was soll das Geschwätz, das wäre so viel Arbeit. Wenn einer die Pause überzieht um 5 Minuten, dann kommen die Arbeitgeber schon mit ihren Helfershelfer an und reden von Arbeitszeitbetrug. Als was sollen wir dann das bezeichnen, was Sie da äußern? Dann haben wir ja auch zurzeit den Streik mit den Kitas, wo die beschäftigten Frauen und Männer, die da arbeiten, unter nicht immer den besten Bedingungen für wenig Geld abgespeist werden sollen. Da zitiere ich jetzt mal die Ministerin Schwesig. Die Zeit ist reif für eine gute und angemessene Bezahlung für Erzieherinnen und Erzieher. Die 10% Forderung unserer Verdi-Kolleginnen und Kollegen ist bei den geringen Entgelten nicht überzogen. Die Betreiber der Kindertagesstätten sollten sich außerdem mal Gedanken machen um den Lernarbeitsplatz Kindergarten und ergonomische Sitzmöbel für die Beschäftigten machen. Ich war neulich mal in so einer Kita und habe mich auf so ein Stühlchen gesetzt. Das waren keine 3 Minuten, denke ich, hier spürst ja deine Beine gar nicht mehr. Ich meine, ich bin schon ein paar Tage älter, muss aber da nicht mein Leben lang arbeiten. Das sind ja auch Bedingungen, die verbessert werden sollten. Frau Schwesig weist zu Recht darauf hin, dass nur so der Fachkräftebedarf in diesem Bereich gedeckt werden kann.
Mehr Erzieherinnen und Erzieher gibt es nur dann, wenn sie gut bezahlt werden. Da gibt es aus Sicht des DGBs nichts hinzuzufügen. Dann haben wir jetzt auch ein aktuelles Thema, wo auch die Kollegen von der GdP, die für uns heute arbeiten, von betroffen sind im Land Hessen. Es geht um Tarifgerechtigkeit für Beamtinnen und Beamte. Durch die Sparpolitik der schwarz-grünen Regierung Hessens in Verbindung mit der Schuldenbremse und der anrüchigen Art und Weise, den Landeshaushalt auf Kosten der Beschäftigten zu sanieren durch Austritt aus der Tarifgemeinschaft der Länder, Verlängerung der Arbeitszeit ohne Ausgleich statt 40, 42 Stunden Woche. Und da sind Begehrlichkeiten nach oben keine Grenzen. Streichung von Stellen, Verdichtung der Arbeit und vieles mehr. Werden die Arbeits- und Gesundheitsbedingungen nicht verbessert? Wer lange arbeiten muss, vielleicht noch lange Anfahrtzeiten hat, sagen wir bei einer 40-Stunden-Woche, dem kann passieren, dass er auf 60, 70-Stunden-Woche kommt mit den Reisezeiten. Es kann nicht angehen, dass die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst, sei es als Angestellte oder als Beamte von der Landesregierung, als Melkkühe missbraucht werden. Die Beamtenbesoldung in 2015 gar nicht und ab 2016 um 1% anzuheben, ist ein Unding. Unsere Forderung als DGB, zeit- und inhaltsgleiche Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamtinnen und Beamten. Außerdem bleiben wir dabei. Rückkehr Hessens in die Tarifgemeinschaft der Länder, Rückkehr zur 40-Stunden-Woche für Beamtinnen und Beamte ohne Arbeitsverdichtung. Ständig sagt man uns, wir sollen sparen. Doch nicht an unseren Nerven, unserer Kraft. Ewig sollen wir auf Hochtour fahren, weil man sonst die Arbeit nicht mehr schafft. Dauernd sagt man uns, wir wären zu teuer. Wovon wir leben sollen, wird nicht gesagt. Was der Boss nicht nimmt, das nimmt die Steuer. Und Sklaven werden nicht gefragt. Kollegin, fahrt nicht lang, wir ziehen am selben Strang und schmoren alle in demselben Topf. Wir geben nichts mehr her, wir werden immer mehr und statt der Schultern heben wir den Kopf. Kollege, wart nicht lang, wir ziehen am selben Strang und schmoren alle in demselben Topf. Wir geben nichts mehr her, wir werden immer mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Tarifgerechtigkeit für Beamtinnen und Beamte gibt unser Kollege Walter Schäfer sein Bestes. Ja, einen schönen guten Morgen. Nach dem Helge habe ich es natürlich jetzt etwas schwer, das muss ich leider eingestehen, aber ich versuche es trotzdem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am 15. April haben sich GEW, Verdi und die anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit dem Land Hessen auf eine Einkommensverbesserung für die rund 45.000 Tarifbeschäftigten des Landes geeinigt. Diese sieht folgendermaßen aus. Zum 1. März 2015 werden die Einkommen um 2% erhöht. Am 1. April 2016 folgt eine weitere Erhöhung um 2,4%. Die Laufzeit dieser Regelung endet am 31.12.2016. Der Versuch des Landes, bei der Bezahlung der Tarifbeschäftigten einen hessischen Sonderweg einzuschlagen, konnte mit Warnstreiks, Demos und Kundgebungen erfolgreich abgewehrt werden. Dennoch muss von uns immer und immer wieder gefordert werden, dass das Land Hessen in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder zurückkehrt. Was ist mit den Beamtinnen und Beamten? Vor ziemlich genau 2 Jahren, am 24. April, brachte die damalige schwarz-gelbe Koalition
einen Entschließungsantrag in den Landtag ein, in dem es unter anderem hieß, ich zitiere, der Landtag lehnt die beamtenfeindliche Politik, die in den rot-grün geführten Bundesländern umgesetzt wird, ab. Die zum Teil weit hinter dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst zurückbleibenden Regelungen bringen eine unverantwortliche Missachtung der Beamtinnen und Beamten zum Ausdruck. So beschränkt sich beispielsweise Rheinland-Pfalz auf eine jährliche Besoldungsanpassung von 1% bis zum Jahr 2016 und Nordrhein-Westfalen lässt den höheren Dienst sogar komplett leer ausgehen. Dies führt zu erheblichen Einkommensverlusten und einer langfristigen Verschlechterung der finanziellen Situation der Landesbediensteten. Zitat Ende. 2 Jahre alt. Und heute unter Schwarz-Grün. Seit der Koalitionsvereinbarung wissen wir, dass uns, also den Beamtinnen und Beamten, bis zum 30.06.2016 eine Nullrunde erwartet und anschließend eine jährliche Besoldungserhöhung von 1%. Innenminister Beuth sagte noch am Tag der Tarifeinigung, auf Beamte lässt sich das Ergebnis nicht übertragen. Das bedeutet, dass Hessen bislang das einzige Bundesland ist, welches eine solche Linie fährt. 4 Bundesländer haben sich zur Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten noch nicht geäußert. 11 Länder wollen das Ergebnis entweder vollständig übertragen oder mit einigen Abweichungen oder Verspätungen. Bayern und Sachsen zum Beispiel in vollem Umfang. Wenn sich diese Regierung einen attraktiven öffentlichen Dienst mit dem Verweis auf die Schuldenbremse nicht mehr leisten will, müssen wir uns überlegen, ob wir uns solche Politiker noch weiter leisten wollen. Die hessischen Beamtinnen und Beamten sollen also nach der 3-jährigen Nullrunde unter Roland Koch von 2005 bis 2007 wieder einmal von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt werden. Das führt zu einer weiteren Absenkung der Attraktivität zum Beispiel des Lehrerberufs. Und das alles zu einer Zeit, in der die Steuereinnahmen sprudeln wie lange nicht mehr, wo der DAX zeitweise die 12.000er-Marke überschritten hat und in der ca. 2 Billionen Schulden aller öffentlichen Haushalte über 5 Billionen an Privatvermögen ohne Immobilien gegenüberstehen. Tendenz munter steigend. Deswegen fordert die GEW schon seit langem ein Umsteuern in der Steuerpolitik hin zu mehr Gerechtigkeit. Deswegen haben wir am Dienstag im Landesvorstand beschlossen, die beamteten Lehrkräfte zu einem Bahnstreik am 16. Juni zu mobilisieren. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden, aber das sind wir uns und unserer Selbstachtung schuldig. Wer sich nicht selbst achtet, wird auch von anderen nicht respektiert. Wir lassen uns nicht abhängen, wir sind es wert und wir sind die Guten. Ich will euch hier begrüßen auf dem 1. Mai in Wetzlar. Mein Name ist Christoph Jung, ich bin hier beschäftigt bei Buderus Edelstahl. Und ich möchte euch ein bisschen auf die Berichten von der Ausbildungsplatzqualität und der prekären Beschäftigung aus Sicht der Jugend. Die Arbeitgeber geben diverse Gründe an, dass die Ausbildungsplätze immer mehr zurückgehen. Ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, sei dahingestellt. Es wird oft gesagt, dass Jugendliche, die aus der Schule kommen, nicht ausbildungsfähig sind. Obwohl die Ausbildungsrahmenpläne so geschaffen sind, dass jeder Hauptschüler auch locker eine Ausbildung schaffen kann. Dafür müssen natürlich auch die Berufsschulen und die ausbildenden Betriebe ihren Dienst tun. Junge Menschen ohne Schulabschluss haben fast gar keine Chance auf einen Ausbildungsplatz. Abiturienten bleiben davon meistens noch verschont, aber dass diese nach der Ausbildung dann ein Studium machen wollen und aus dem Betrieb rausgehen, ist dann den meisten Betrieben auch eher egal. Also das ist für uns und für mich auf jeden Fall unverständlich, warum die Arbeitgeber so eine Politik hier fahren. Es gibt noch ein paar offizielle Zahlen aus dem Ausbildungsbericht von 2015. Da drin steht, dass es 522.000 Ausbildungsplätze gibt in Deutschland, die auch besetzt wurden. Dagegen stehen dann fast 40.000 Ausbildungsplätze, die nicht belegt wurden, aber es gibt auch fast 21.000 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Also da passt auch irgendwas nicht.
In den letzten Jahren sind auch nicht nur die Ausbildungsplätze zurückgegangen, sondern auch die Betriebe, die überhaupt ausbilden. Und das ist eine Entwicklung, gegen die wir als Gewerkschaften, als Betriebe und auch als Interessensvertreter in den Betrieben entgegenwirken müssen. So. Dann zum Thema Fachkräftemangel. Also gibt es den überhaupt und wenn ja, warum machen die Betriebe eigentlich nichts dagegen? Also die meisten Betriebe sagen dann, ja, wir wollen die Fachkräfte haben, wir wollen die uns am besten vom Baum pflücken und dafür nichts ausgeben. Aber Ausbildungskosten sind kein großer Kostenfaktor, sondern Ausbildungskosten sind Investitionen in die Zukunft für Jugendliche und auch für die Betriebe. Um denen entgegenzuwirken, müssen mehr Betriebe in die Verantwortung genommen werden, wieder auszubilden und überhaupt müssen Ausbildungsplätze besetzt werden, egal ob man jetzt einen Schulabschluss hat, ob man Migrant ist oder auch wenn man Hauptschul- und Realschüler nimmt. Alle müssen versorgt werden. Außerdem muss es auch weitreichende Weiterbildungsmaßnahmen geben, die auch nicht von der Belegschaft getragen werden, sondern vom Betrieb ausgerichtet werden. Und der Lösungsansatz einer zweijährigen Schmalspurausbildung löst auch das Problem nicht. Oh, wenn man dann das Glück hat, einen Ausbildungsplatz zu haben und auch die Ausbildung mit einem also abzuschließen und seinen Facharbeiterbrief bekommt, dann kann man Glück haben, dass man weiter in dem Betrieb beschäftigt wird. Und wenn man nicht so viel Glück hat, dann kann es auch sein, dass man danach sich eine neue Firma suchen muss. Oder wenn man ganz viel Pech hat, sogar in eine Leih- oder Zeitarbeiterfirma gehen muss. Und dies geschieht vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier in Hessen, in ganz Deutschland. Eine Leidensgeschichte davon ist, also wenn man dann einen 24-Jährigen sieht, der nach einer bestandenen Berufsausbildung in eine Leiharbeiterfirma gedrängt wird und dort ein paar Jahre arbeitet, 6 bis 7 verschiedene Betriebe von innen gesehen hat, der stellt sich auch irgendwann die Frage, wo bin ich nächsten Monat, habe ich überhaupt nächsten Monat noch Arbeit und komme ich eigentlich hier irgendwann wieder raus? Das alles ist auf jeden Fall keine Zukunftssicherheit. Diese Menschen haben keine Planungssicherheit, an Familie und Hausbau ist gar nicht erst zu denken. Diese Leiharbeiterpolitik, die hier gerade gefahren wird, ist eigentlich untragbar. Es muss von den Gewerkschaften mehr Druck ausgeübt werden, dass auch die Bundesregierung die Leiharbeit mehr reguliert und auf lange Sicht auch abschafft. Und es gibt dann noch ein paar schönere Berichte. Man sieht immer mehr, dass sich Betriebe Vereinbarungen treffen, dass Leiharbeitnehmer und Nehmerinnen die gleichen Löhne für gleiches Geld bekommen oder nach einer bestimmten Zeit auch in die Betriebe übernommen werden. Und immer mehr Leiharbeitnehmer und auch Werksverträgler fangen an, sich zu organisieren, wählen Betriebsräte in ihren Leiharbeitsfirmen, um sich dagegen zu wehren. Dies Ganze geschieht nach dem Motto eines alten Liedes: Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eure Geduld und Ausdauer wird heute sehr auf die Probe gestellt. Als letzten Redner habe ich den Attila, Schulsprecher vom Hessenkollegen Wetzlar. Ja, vielen Dank. Also ich werde zusehen, dass ich es möglichst kurz mache. Es finden europaweit soziale Kämpfe statt, in Italien, in Spanien. Derzeit findet in Belgien eine Streikwelle statt, in der die Menschen gegen die rechtskonservative Regierung und ihre Politik demonstrieren. Die Frage, die wir uns alle dabei stellen müssen, ist, was können wir tun, um diese Kämpfe zu unterstützen? Denn die Arbeitskämpfe der Menschen in Spanien, in Belgien und im Rest von Europa sind auch unsere Arbeitskämpfe. Es sind unsere Kämpfe, wenn man daran denkt, dass Deutschland einerseits das reichste Land Europas ist, aber andererseits die höchste Anzahl an Prekärbeschäftigten hat.
Das heißt, es gibt Zeitarbeiter, es gibt Leiharbeiter, die gehen jeden Tag arbeiten und schaffen es am Monatsende trotzdem nicht rumzukommen. Und ich sage euch das als ehemaliger Leiharbeiter, das ist eine Schweinerei. Das ist einfach eine Schweinerei. Die Frage ist also, was können wir tun? Was können wir unserer kleinen mittelhessischen Stadt Wetzlar tun, um daran etwas zu ändern? Und ich bin der Meinung, dass wir uns verinnerlichen müssen, was eine gefühlte und was eine gelebte Solidarität ist. Wie wichtig es ist, sich europaweit und weltweit mit Aktivisten und Gewerkschaftlern zu verknüpfen, um von Erfahrungen, Erfolgen und Niederlagen zu lernen. Und das ist in einer Zeit des Internets auch möglich. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, sich zu verknüpfen. Und wir müssen das tun. Dass wir uns nur gemeinsam und in Zusammenarbeit mit den Menschen der anderen europäischen Ländern gegen Projekte wie etwa das Freihandelsabkommen bzw. TTIP zur Wehr setzen können. Wir können das nur international und europaweit, nicht isoliert und alleine. Und wenn wir uns das verinnerlicht haben, dann gehen wir in unsere Betriebe zurück, in unsere Ortsgruppen, in unsere Vereine und wir diskutieren. Wir diskutieren mit unseren Mitmenschen, warum Solidarität so wichtig ist, warum sie uns stark macht. Und wir überzeugen sie. Wir überzeugen sie, dass es unabdingbar ist, fest zusammenzustehen, wenn wir uns Attacken auf unsere Arbeitnehmerrechte, auf unser Demonstrationsrecht, auf unser Streikrecht gegenübersehen. Damit wir uns gemeinsam zur Wehr setzen können. Und um das Ganze jetzt noch schnell zum Ende zu bringen, noch ein Zitat von Georg Herwig, das wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat. Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm es will. Danke. Danke, Adila. Jetzt gibt's noch das Abschlusslied vom Ernst. Nach dem Lied, dann stellen wir uns auf und gehen hinterm Banner zum Klostergarten runter. Und noch ein Veranstaltungshinweis, fast vergessen. Ich mach's ganz schnell. Nächsten Freitag, 8. Mai, 70 Jahre. Wir haben angefangen mit 70 Jahre Befreiung von Auschwitz am 27. Januar. Am 11. April 70 Jahre Befreiung von Buchenwald und am 8. Mai, weiß jeder, die Befreiung von dieser Herrschaft, von dieser Diktatur, von den grausamen Dingen, die wir, die meisten von uns, nicht erlebt haben. Wir schauen zurück, 70 Jahre, es wird wenig Reden geben, ein bisschen Musik. Wir werden Leute einladen, die noch leben, die es erlebt haben und wollen auch in die Zukunft schauen, dass sowas nie mehr wieder passiert, nie wieder Faschismus. Und auch in die Zukunft schauen, gerade für Flüchtlinge. Zurzeit ist eine Stimmung da, da ist es wichtig, dass wir am 8. Mai auch mal zeigen, wir gehen gemeinsam in die Zukunft. Ich grüße auch hier vor allem die Flüchtlinge, die jetzt schon lange hier leben. Die Kurden habe ich gesehen. Ich lade euch auch ein, zu sagen, es ist möglich, mach meinen Kumpel nicht an, mach meinen Nachbarn nicht an und mach vor allem nicht die Flüchtlinge hier in diesem Land an. Dankeschön. Okay. Ja, dazu habe ich ein passendes Lied. Das ist von Sylfü Livaneli und das heißt, mein Bruder hört's nicht, Fremde hören's doch. Also mein Bruder, der einige tausend Kilometer entfernt liegt, der sieht nicht, dass es mir hier auch schlecht geht oder so. Ja, aber Fremde hören's und die sind solidarisch. Sylfü Livaneli ist für die Türkei das, was Mikis Theodorakis für Griechenland ist. Großartiger Liedermacher und Komponist. Kardeşin Duymaz. Sudalasse sini boğma gişlerle Yarın gürkür rükür zürça yüreğin Çillik çilliga yarı geceler Kardeşim duymaz el olulu ya Çillik çilliga yarı geceler Kardeşim duymaz el olulu ya Çoğalır engeller yürür gidersin Yüreğin taşıyıp götürür seni Nietzsche selden sonra kumdan ötede kardeşim
Hashim du imas elulu du ya. Nietzsche selen sonra condanne te te. Kur Hashim du imas elulu du ya. Danke fürs Mitsingen auch, ja. Jekyll ma bon lari, gördi din zaman. Kumudu keşipte, incinme sakın. Aç yürekini, bir merhabaya. Kardeşim duymaz, eloluluya. Aç yürekini, bir merhabaya. Kardeşim duymaz, eloluluya. Vielen Dank fürs Mitsingen, super. Ja. Ich habe die Ehre gehabt, in den letzten Jahren immer wieder bei den Kolleginnen und Kollegen von Amazon in Bad Hersfeld, aber auch in Koblenz, auch vor allem in Bad Hersfeld, zu spielen. Und die haben eine ganz besondere Situation. Die streiken immer wieder aus einer Minderheitsposition raus. Also 20-25% beteiligen sich an den Streiks für einen anständigen Tarif, für eine bessere Bezahlung, für bessere Arbeitsbedingungen. Und das ist natürlich wenig erstmal, 20-25%. Aber wenn man die Zahlen bedenkt, 3200 Leute arbeiten dort und da sind 800, sind also auch viele Leute. Und ich finde das großartig, dass sie das schaffen. Und das letzte Mal bei der Blockupy-Demonstration haben die punktgenau 2 Tage gestreikt, damit sie auch nach Frankfurt fahren können und an der Demo teilnehmen. Und einige Dutzend sind tatsächlich auch gekommen. Also ganz große Leistung. Und es gibt einen Kollegen dort, der Christian Krähling, der ist jetzt auch mal interviewt worden in der Zeitschrift Publik von Verdi. Und der hat auch diese Internetpetition losgetreten, gestartet, habe schon 40.000 unterschrieben inzwischen, die fordern anständige Löhne für die Amazon-Beschäftigten. Und der macht ganz tolle Gedichte. Und da war ich so baff, als ich das Gedicht gehört habe, da habe ich gesagt, das muss ich mal vertonen. Und das singe ich euch jetzt mal gerade ganz kurz vor. Danke für die Geduld. Ja. Das spiegelt wieder den Kampf innerhalb des Hauses um diesen Streik. Ihr könnt über uns lachen oder könnt uns ignorieren. Verflucht oder verspottet uns und hofft, dass wir verlieren. Ihr könnt auch gerne meckern oder könnt uns auch beschimpfen und über alles, was wir machen, ruhig die Nase rümpfen. Ihr könnt ja weiter schuften und von Armutsrente leben. Ihr könnt für unsere Bosse auch das letzte Hemd noch geben. Ihr könnt ja ruhig drauf hoffen, dass die Herren es für euch richten. Doch wir sagen euch ganz offen eines, das könnt ihr mitnichten. Ihr brennt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserer Solidarität, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für unser Recht zu streiken. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, ihr ändert nicht die Zeiten. Ihr könnt auch hinter jedem Stein nach unseren Schwächen suchen. Und schön brav zufrieden sein mit Krümelchen vom Kuchen. Könnt lieb und stumm zur Arbeit gehen, wie soll ich die Herren weisen? Und wenn wir wieder draußen stehen, die Mäuler euch zerreißen. Ihr könnt uns Steine in den Weg legen, könnt auf Facebook hetzen. Euch applaudieren beim All-Hands in die erste Reihe setzen. Ihr könnt auch Überstunden machen, den Safety-Tipp beachten. In Arbeitsgruppen könnt ihr nach der Herren Gnade schmachten. Bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag. Von unserer Solidarität, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für unser Recht zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, ihr ändert nicht die Zeiten. Ganz egal, was ihr auch tut, ihr zieht uns nicht nach unten. Wir stehen diesen Boxkampf durch, die ganzen 15 Runden. Vielleicht könnt ihr uns bremsen, doch ihr haltet uns nicht aus. Und wenn ihr meint, wir können nicht mehr, legen wir noch einen drauf. Wir sind noch lange nicht am End, haben noch so viele Ideen. Ist unser Weg auch lang und hart, wir werden weitergehen. Und ist die Nacht auch dunkel, irgendwann da kommt der Tag.
Und das nächste Ziel auf unserem Weg ist der Tarifvertrag. Denn ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag von unserer Solidarität. Da bringt ihr uns nicht ab, ihr könnt uns nicht daran hindern, für unser Recht zu streiten. Ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, ihr ändert nicht, ihr ändert nicht, ihr ändert nicht die Zeiten. Ja, vielen Dank, Christian Krehling, den Namen muss man sich merken. Ein junger Kollege, der viele Gedichte schreibt und ganz toll. Ja, und vielen Dank für die Geduld, dass ihr auch so lange ausgehalten habt.